Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir überlegt, dass ich eine kleine Weihnachtsserie für euch mache mit drei Teilen, wo ich drei verschiedene Plätzchenrezepte zeige, die ich sehr gerne jetzt so in der Weihnachtszeit backe. Ich bin ja eh eine begeisterte Bäckerin und hatte mal wieder Lust, Backvideos zu machen. Deswegen, ja, starte ich jetzt auch mit dem ersten Rezept. Das sind Zimtmandelplätzchen. Ihr könnt mich hier so ein bisschen dabei begleiten, wie ich das vorbereite. Das Rezept findet ihr aber auch noch unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich kann leider nicht alles auswendig, was in dem Rezept vorkommt. Deswegen habe ich das ausgedruckt und werde immer mal wieder unten auf den Zettel schauen. Ja, also wir starten mit der Butter. So. Ich habe mir überlegt, dass ich auch ein paar Themen ansprechen kann während dieser Videos. Also was ja für ganz viele auch eine sehr interessante Frage ist, ist halt, was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten? Und ich muss sagen, dass ich diese Frage ehrlich gesagt auch immer sehr schwierig finde, weil man ja auch immer nicht weiß, freuen sich die Leute wirklich darüber oder schenkt man jetzt irgendwas, wo die Leute so tun, als wenn sie sich freuen würden, aber eigentlich landet das am Ende in der Ecke. Und ja, ich habe es jetzt so die letzten Jahre für mich so eingeführt, dass ich der Familie hauptsächlich so selbstgebackene Kekse oder so schenke. Ich denke, dass man damit halt nichts falsch machen kann. Und ja, ich jetzt gerade aktuell auch ehrlich gesagt nicht so viel Geld habe, größere Geschenke zu machen. Aber ich kann mir halt auch für die Zukunft vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie nach anderen Lösungen schauen kann mit der Familie, dass man nicht allen irgendwie immer so ein großes Geschenk macht, weil ich habe halt das Gefühl, dass die meisten Menschen, gerade hier in Deutschland, irgendwie so das meiste haben, was sie auch brauchen. Und ja, wenn man dann irgendwie nochmal Messer schenkt oder so, dass es dann halt einfach irgendwie vielleicht das dritte Messerset ist, was dann irgendwie in der Küche rumfliegt. Und deswegen denke ich halt, dass es immer auch eine ganz gute Idee ist, wenn man einfach mal fragt, was die Leute denn gerne haben wollen zu Weihnachten. Und dass man denen das denn schenkt. Also was ich halt auch verstehen kann, wenn halt Leute sagen, ja, ich möchte aber gerne irgendwie die Leute überraschen. Das ist ja alles irgendwie so langweilig, wenn man irgendwie nur das schenkt, was sich die Person auch wünscht. Aber ich habe halt gerade auch in den letzten Tagen mit vielen Leuten gesprochen, die dann halt auch immer zu Weihnachten Sachen bekommen, über die sie sich nicht freuen. Also wenn wir mal ehrlich sind, wer freut sich über irgendwie ein Paket Unterhemden oder allgemein neue Hemden? Also sicherlich gibt es da auch ein paar Leute, die sich drüber freuen, aber insgesamt habe ich denn doch eher das Gefühl, ja, dass es gut gemeint ist, aber denn doch eher keine Begeisterungsstürme beim Beschenken auslöst. In meiner WG... Also ich wohne gerade noch in der WG, das ist jetzt auch unsere wunderschöne WG-Küche hier, habe ich mir überlegt, dass ich meinen Mitbewohnerinnen jeweils einen bemalten Jutebeutel schenke. Das ist erstens nicht so super teuer und zweitens halt auch einfach was Selbstgemachtes. Und so ein Jutebeutel kann, glaube ich, jeder einfach ganz gut gebrauchen. Ja, also ich hoffe, dass sie sich zumindest freuen werden. Ja, jetzt habe ich Butter und Zucker drin. Jetzt kommt ein Ei rein. Also ich mache jetzt nur das halbe Rezept, weil das sonst einfach zu viele Kekse auf einmal wären. Aber in der Infobox habt ihr dann das Rezept für die zweifache Menge. Also wenn das gleich nach so wenig aussieht, wundert euch nicht. Da. Das sind 5 Gramm, 6. Also die werden richtig schön zimtig. Ohne Scheiß, diese Kekse sind super lecker und gehen eigentlich auch ziemlich schnell. Und ja, das sind halt auch genau die Kekse, die meine Familie zu Weihnachten von mir bekommen wird. Ja, schreibt mal unten in die Infobox, wie ihr das eigentlich Weihnachten macht. Ob ihr irgendwie teurere Geschenke verschenkt, ob ihr irgendwas selbst bastelt, ob alle das Gleiche kriegen oder allgemein, wie ihr das handhabt oder was ihr euch auch für Alternativen gut vorstellen könntet.
Also was ich finde, was ein sehr tolles Konzept auch ist, wenn eine Familie untereinander, also wenn die Kinder schon erwachsen sind, bei kleinen Kindern geht es natürlich eher nicht so gut oder ja, ich würde so sagen, ab 16 könnte man das machen. Wenn man einfach so lose zieht, so ein bisschen wie Wichteln und jeder hat dann eine Person und dann kann man sich halt wirklich genau auf diese Person konzentrieren und sich dann richtig Gedanken machen, was schenke ich jetzt dieser Person? Also was ich zum Beispiel dann halt auch irgendwie doof finde, wenn halt Leute irgendwie kurz vor Heiligabend, irgendwie am 23. abends oder selbst am Heiligabend früh noch losrennen müssen, um irgendwas zu kaufen und auch gar keine Ahnung haben, was es sein soll und dann irgendwie, keine Ahnung, so eine Person ein Parfüm bekommt, weil es erstens nicht zu der Haut passt, weil es einfach mit der Haut vielleicht nicht gut zusammen riecht oder sie den Duft halt einfach nicht leiden kann. Also sowas ist halt irgendwie dann auch immer schade, finde ich. Aber ich bin halt allgemein auch eher ein Fan davon, Erlebnisse zu verschenken. Vielleicht auch mit der Person zusammen, die etwas schenkt. Ja, und nicht immer so diese ganzen Gegenstände, die eh nur irgendwie rumstehen. Also, ja, ich würde mich über einen Ausflug zum Beispiel auch viel mehr freuen als über ein Parfüm oder über eine tolle Massage. Also, da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Ja, eine Prise Salz, Backpulver, Mandeln und Weizenmehl kommt noch rein. Das packe ich jetzt hier alles mal schnell rein. Eine Prise Salz. Ja, das sollte reichen. Backpulver. Mandeln, hier gehackte Mandeln. Also das Originalrezept ist eigentlich mit Mandelstiften. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man Mandelstifte nimmt, die Kekse ziemlich hart werden. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Mandelstifte gegen gehackte Mandeln auszutauschen. Das schmeckt auch sehr gut. Ups, ja, das ging ein bisschen daneben. Lala. Noch ein bisschen schnell die Mandeln einsammeln. Also ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe diese Weihnachten ein bisschen Angst, dass wir doch noch irgendwie in so einen harten Lockdown kommen und dann gar nichts mehr stattfindet. Also ich kann es verstehen, wenn es zu dieser Maßnahme kommt. Natürlich muss man das Infektionsgeschehen auch im Auge behalten und auch darauf achten, dass alles sicher ist. Auf der anderen Seite wäre es halt auch schon wirklich ziemlich traurig, wenn dann halt alles so jetzt noch in der Weihnachtszeit dicht macht. Es ist natürlich schwierig. Wir haben uns das alles, also alle irgendwie nicht so wirklich ausgesucht. Aber ich denke, man sollte sich so auf das Positive konzentrieren und versuchen halt das Beste draus zu machen. Und ja, ich mache zum Beispiel jetzt diese Weihnachtsvideos. Hier bin ich alleine in meiner Küche. Da kann ich auch niemanden anstecken. Und ich hoffe, dass ich euch ein paar schöne Weihnachts-Vibes irgendwie über das Video vermitteln kann, sodass ihr auch irgendwie ein bisschen in eine schöne Weihnachtsstimmung kommt. Ja. So, Weizenmehl. Gramm. Also ich habe jetzt hier alle Zutaten drin, kann man wahrscheinlich nicht so super gut sehen. Das werde ich jetzt alles verkneten und dann kommt das so in so Schlangen, die so quadratisch sind, aber das werdet ihr gleich auch noch sehen. Also so quadratische Rollen, was eigentlich ergibt es keinen Sinn, aber ich zeige es euch einfach. Und dann kommt das alles in den Kühlschrank, so für eine Stunde. Oder wenn es ganz schnell gehen muss, kurz ins Gefrierfach, dass es halt so von außen hart wird und man das dann schneiden kann, um so einzelne kleine Taler quasi abzuschneiden. Also wird geknetet. Backt ihr eigentlich gerne oder probiert eigentlich irgendwer von euch meine Rezepte aus? Das würde mich mal interessieren. Also ich würde mich echt freuen, wenn das jemand von euch zu Hause auch mal ausprobiert und mir dann Feedback geben kann, ob ihr halt die Kekse auch so lecker findet wie ich. Oder naja, also wenn ihr mir einfach nur hier beim Backen zugucken wollt, ist das auch vollkommen in Ordnung.
ja, ich freue mich da auch, wenn Leute mir zuschauen und sich daran erfreuen können. So, dieser Teig, der nimmt langsam Gestalt an. Sehr schön. Das freut mich doch. So, ihr könnt sehen, der ist richtig schön braun, dunkel so. Also es ist der ganze Zimt, der den Teig so dunkel färbt. Und jetzt machen wir die Rollen. Dafür braucht ihr ein bisschen Frischhaltefolie. Ich werde die hier mal aufmachen. Und dann versucht ihr, dass das hier möglichst so eine quadratische Form ergibt oder so eine rechteckige Form. Muss nicht perfekt sein, aber man kann es ja so ein bisschen hinwursteln. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann kommt das hier in die Frischhaltefolie rein. Einmal wird es eingewickelt. So, und fertig ist die erste quadratische Wurst. Die kommen jetzt in den Kühlschrank, so für eine Stunde zum Kühlen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Tada! Die Wartezeit im Kühlschrank ist vorbei. Und die Mandelzimtplätzchen sind auch fester geworden, sodass man sie jetzt richtig gut aufschneiden kann. Und das mache ich jetzt auch. Und dann kommen die in den Backofen und backen fertig. Und dann mache ich noch eine kleine Verkostung mit euch. Hier habe ich ein Blech, hier habe ich ein Backpapier. Und da kommen die ganzen Kekse jetzt rauf. Ja, jetzt immer so Scheiben schneiden, die so ungefähr einen halben Zentimeter breit sind. Aber das variiert auch immer ein bisschen, wie man das halt schneidet. Ist halt Handwerkskunst und keine Maschine, die das hier macht. So, die anderen Kekse, die hier drauf liegen, die packe ich nachher auch noch auf ein anderes Backblech. Aber das hier mit den Keksen, das kommt gleich in den Ofen und ja, da freue ich mich drauf. Die werden sehr, sehr lecker sein. Das Zimtmandelgebäck ist gerade aus dem Ofen gekommen. Ja, ich finde, die sehen sehr, sehr lecker aus und ich freue mich auch schon darauf, jetzt die Kekse zu probieren. Ja, also das kam allgemein im Bekanntenkreis richtig gut an, dieses Gebäck. Also testet das unbedingt mal aus. Das geht ja auch relativ schnell. Die anderen Kekse sind noch im Ofen. Also von denen hier, die backen jetzt noch auf. Aber das hier kann ich ja schon mal testen. Ich nehme hier einen aus der Mitte raus. Yum, yum. Ich zeige euch den nochmal in Nahaufnahme. Mmh, lecker. Ist so richtig schön knusprig durch die gehackten Mandeln und dieses Zimtaroma. Schmeckt richtig schön nach Weihnachten. Das war's dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Und ja, alles Liebe, eure Fred. Tschüss!